Hallo, ich bin der Felix, Azubi bei der Notebook-Werkstatt bei IPC Computer und heute zeige ich euch ein Kundengerät. Dies haben wir eingesendet bekommen mit dem Fehler, dass das Display schwarz bleibt. Das können wir hier auch sehen. Man denkt erst, das Notebook wäre noch nicht angeschaltet, jedoch ist es nur das Display, dass wenn man es etwas windet, dass es direkt wieder Kontakt bekommt. Dadurch entsteht meine Vermutung, dass es lediglich an einem Wackelkontakt, einem Kabel liegt, dieser auch behoben werden könnte, wenn man das Kabel einfach einmal kurz außen wieder einsteckt. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein IdeaTab 330 und um meiner Vermutung auf den Grunde zu gehen, müssen wir jetzt erstmal die Bodenplatte abbauen. Falls Sie noch kein eigenes Werkzeug haben oder interessiert sind an unserem Werkzeug, kann man das Universalwerkzeug, was wir hier benutzen, sowie als auch die Bodenplatte bei uns im Shop ebenfalls erwerben. Zuerst entfernen wir alle Schrauben der Bodenplatte, um diese anschließend lösen zu können. Nachdem Sie nun alle Schrauben der Bodenplatte entfernt haben, können Sie diese vom Notebook mit einem etwas dünneren Werkzeug trennen. Dazu gerade hier zwischen Bodenplatte und Topcase dazwischen hebeln und mit etwas Behutsamkeit die Bodenplatte trennen. Nach dem Abnehmen der Bodenplatte sollten Sie zuerst den Akku lösen, um sicherzustellen, dass das Notebook stromlos ist. Damit könnte man auch weiteren Schäden entgegenwirken, da zum Beispiel beim Abziehen des Displaykabels auch möglicherweise eine Sicherung auf dem Mainboard kaputt gehen könnte. Wie eben erwähnt, trennen wir zuerst den Akku, dies auch mit einem dünneren Werkzeug. Nun einfach hier aus der Öse rausschieben, damit er vom Notebook getrennt ist. Und dann kann man hier oben durch Hochschieben des Kippschalters hier das Displaykabel aus seiner Fassung herausnehmen. Nachdem dies getan ist, können Sie das Kabel wieder anschließen und den Akku einmal anstecken, um dann zu testen, ob das Display wieder funktioniert. Falls dies nicht das Problem behoben hat, könnte es auch das Kabel am Display sein. Auch beim Tausch des Displaykabels am Display selbst sollte man den Akku hier trennen, dass man sicherstellen kann, dass keine Sicherung auf dem Mainboard zerstört wird. Bei diesem Notebook handelt es sich um eine geschobene Scharnierabdeckung. Dafür müssen wir zuerst mal die Scharniere entfernen und dann auch die beiden Antennenkabel sowie das Displaykabel vom Notebook trennen, um die Bodenplatte von dem oberen Teil des Notebooks zu separieren. Um die Scharnierabdeckung hier eben von diesem Gerät zu trennen, muss man sie zur Seite schieben und sie dann gerade entfernen. Nachdem man die Scharnierabdeckung entfernt hat, kann man mit einem flachen Werkzeug behutsam das LCD-Front von dem Display entfernen. Nachdem die Schrauben entfernt sind, kann man das Display aus dem Deckel heben und das Displaykabel hier ebenfalls einmal kurz abziehen. Bei diesem Notebook haben wir eine kleine Vorrichtung, die das Displaykabel schützt, dass es nicht abgehen kann. Jedoch könnte hier trotzdem ein kleiner Wackelkontakt entstehen. Dadurch, wie gesagt, einfach das Kabel einmal abziehen und danach wieder neu verbinden. Und nachdem man die beiden Lösungen probiert hat, alles wieder so zurückbauen, wie man es zuvor hatte.